Heute mit Christoph Heusgen, Außenpolitiker, Diplomat, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und ein König. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren etwas irritiert, als ich dich vorhin mit Majestät angesprochen habe. Manchmal habe ich aber das Gefühl, wir machen immer noch eine Politik, die zum Teil gegen unsere eigenen Interessen ist. Wir müssen sehen, wie wir unsere Kräfte besser bündeln, wie wir Außenpolitik, Entwicklungspolitik, die Instrumente, über die die Privatwirtschaft, die großen Fonds haben, wie wir das bündeln, damit wir auch in Afrika, Asien große Infrastrukturprojekte mal hinsetzen können und das nicht immer nur den, auch mit den europäischen Mitteln, das nicht immer nur den Chinesen überlassen. Oft existiert ja diese Vorstellung, wir leben in einer so friedlichen Welt, umgeben von freundlichen Nachbarn. Eigentlich sowas wie eine Bundeswehr brauchen wir ja gar nicht mehr. Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Und dann sind wir brutal mit der Realität konfrontiert worden und haben jetzt alle gemeinsam festgestellt, ist zumindest mein Eindruck, dass wir jetzt was anders machen müssen und deswegen die Zeitenwende. Dieses Zögerliche ist aus meiner Sicht nicht angemessen. Wir müssen als Europa, wir müssen als Deutschland, als wirtschaftsstärkstes Land in Europa auch bereit sein, Entscheidungen zu treffen, die unabhängig von Amerika sind. Das wär übrigens auch ein Albtraum, wenn die Amerikaner ernsthaft mal auf die Idee kämen, die NATO zu verlassen. Dann müssen wir über ganz andere Dinge plötzlich reden. Deswegen, wir müssen die Augen aufhalten, diversifizieren uns und genau die Weltpolitik auch verfolgen. Also eine ganze Reihe von Themen, die nicht nur komplex sind, sondern auch manchmal beunruhigend.